Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Bloons TD 6. Jetzt spiele ich eine Runde auf Stämme, genau. Ich spiele das mal auf Standard, denn ich möchte heute mal nur mit Sturmdruiden gewinnen. Naja, gewinnen ist ja leicht, aber so weit kommen wie möglich. Und natürlich auch noch das Affendorf, damit ich auch noch Tarns töten kann. Wäre ja sonst zu blöd. Mache ich. Sorry. Mache ich dann auf Affennachrichtendienst, damit auch noch die Pinken geplatzt werden können. Das könnte nämlich ein echt blödes Problem werden. Also Dschungeldruide ist ja das, aber man kann ja trotzdem das Donnerherz benutzen. Das Donnerherz ist nicht, also macht keinen Schaden gegen die Pinken. Das ist halt ganz blöd. Und ich werde auch sonst keine Fähigkeiten hier benutzen oder Instant-Affen. Wobei ich... Ah doch, da habe ich welche. Aber nicht einen einzigen Dschungeldruiden darunter. Ist halt schon blöd. Aber egal, was will man machen? Ich mache erstmal direkt einen Affen drauf hin. Dann mache ich das hier hin. Ach, keine Ahnung. Ach komm, ich setze es einfach hier hin. $1.700 kostet das, okay. Sind ja nur noch 1.000, die ich brauche. Und ich hoffe, bis dahin kommt erstmal nichts durch. Wäre zumindest sehr schön. Und ich habe mir gerade die Map rausgesucht, weil es halt irgendwie die leichteste Map ist. Oder die hier mit dem längsten Weg. Somit kann man die auch richtig schön auskosten, die Dschungeldruiden. Und nach der Runde müsste ich es ja eigentlich direkt machen können. Naja, fast. Aber ich mache erstmal ein Donnerherz, weil... Die Masse an Bloons wird damit schneller getötet. Ich finde es ja auch schön, dass man im Luftablasen-Modus mit den 20 oder 21.000, die man an Anfang hat, komplett 100 Level schafft. Ich habe das falsche Upgrade gemacht. Ich habe mir dazu heute ein Video angeguckt. Das war auch auf dieser Map. Ich glaube, das waren 4 Druiden oder so. War ganz lustig. Ich schaffe es nicht mehr, wenn ich alle Türme benutzen kann und so viel Geld zur Verfügung habe, wie ich brauche. Oder wie ich zusammenbekomme. Und der Typ schafft es einfach mit 20.000. Genau wegen diesen Pinken muss ich dann noch den Affennachrichtendienst bauen. Er kostet nur 6.000, gut, bei schwer oder mittel kostet er irgendwie 8.000 irgendwas. Aber ich habe mir extra leicht dafür rausgesucht, damit ich halt, damit die Preise günstiger sind. Genau deswegen. Ist mir der Name gerade nicht, das... Der Kontext gerade nicht mehr eingefallen.
Aber jetzt kamen ja gerade halt die Tarns durch. Also die kamen halt nicht durch. Gut, dass ich hier dieses Ding gemacht habe. Und Dschungeltrommel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Cheaten wäre. Aber egal, ich würde es trotzdem benutzen. Sobald ich das Geld habe. Mache ich auch den Affen-Nachrichtendienst. Ganz im Ernst, so viel bringt das jetzt auch nicht. So viel wie möglich Platz einsparen. Dann geht das schon. Ich weiß jetzt nicht. Ah, da passt noch einer hin. Das ist toll. Und hier unten ist. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit für bis zu 100 verlorene Leben nach Erhalt dieses Upgrades. Leben über dem Maximum zählt nicht. Naja. Okay. Brauche ich erstmal nicht. Ist das überhaupt möglich? Oh, ja, schön. Toll. Preisspiel. Ich habe ja echt viel Affengeld bekommen. Oder Affengold. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich glaube, jetzt spare ich erstmal kurz auf Affen-Nachrichtendienst. Schön, dass ich einen Stufenaufstieg habe. Und das ist das Tolle an den Dingsaffen, an den Quatsch-Druiden. Dschungeldruiden, genau. Denn die zerstören einfach alle Blumen am Anfang direkt. Es sei denn, es sind zu viele. Jeder zerstört immer einen, komplett. Blöd ist, es trifft nicht auf Mobs zu. Was bringt das eigentlich? Lässt Dornenranken am Weg entlang wachsen, die konstanten Schaden verursachen, Leben regenerieren und jede Runde mehr Geld bringen. Ja. Das ist schon lustig. Ich fahre das mal da drauf. Das ist toll da. Genauso muss es eigentlich die ganze Zeit ablaufen. Und wenn man genug Dschungeldruiden hat, dürfte das auch so passieren. Das ist toll, dass da auch noch was hinpasst. Vor allem die Mobs können ja auch gar nichts tun. Ah, komm schon. Da passt es ja doch hin. So, da passt er hin. Ich kann kotzen. Aber bringt es wenigstens Geld? Ja, 200. Und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, aber ich habe auch keine Lust, den gerade zu verkaufen. Aber wer denkt noch daran, dass ich so viel Geld habe? Komm. So. Warum geht denn das denn da nicht hin? Naja,
Ich frag nicht. Einfach machen. Und das Zickzack habe ich mir abgeguckt von einem anderen YouTuber. Zu den Waffen. Ich will das jetzt nicht machen, genau. Kriegen die das hin? Ich hoffe ja. Und die Bloons, die rauskommen, sind direkt tot. Das ist toll. Und jetzt hier wieder warten, bis ich die 6000 habe. Damit hier die im Umkreis auch noch direkt gebufft werden. Da passt ja leider keiner mehr hin. Leider. Achso, übrigens doch, die Pinken werden davon getroffen, aber diese Zauberresistenten werden nicht getroffen von dem Blitz. Und der Blitz ist jetzt sogar das Einzige, womit man die Maßnahmen-Bloons töten kann. So, noch ein bisschen bis zum Affen-Nachrichtendienst. Und dann ist es ja eigentlich schon fast geschafft. Naja, nicht wirklich, aber egal. Frag mich nur, wie weit man damit kommt. Und das wollte ich gleich ein Video packen. Habe nämlich gleich eins für morgen. Oder, nee, ich glaube, das müsste ein Gefühl für morgen sein. Aber egal. So schlimm ist es ja nicht. Ich weiß die ganze Zeit, das Ding hier einzusetzen. Obwohl ich das eigentlich ziemlich häufig einsetzen müsste, damit ich das Geld wieder rausbekomme, was ich da rein investiert habe. Ja. Was ich eigentlich nicht investieren wollte. Scheiße. Ich glaube, das könnte man noch effizienter benutzen, den Platz. Aber ganz im Ernst, bis ich hier alles vorgesetzt habe, bin ich ja eh tot, oder? Okay, die sind jetzt nicht billig oder auch nicht teuer, aber trotzdem. Aber ich frage mich, warum man die hier erst so weit drin setzen kann. Das ist so blöd. Oh, das sind zwei rote Mobs. Nicht ganz so toll. Aber sobald die platzen, komplett alles voll mit Druiden, die dann ihre Ranken werfen und das Ding zerstören. Ich setze jetzt erstmal die hier hin, ohne das Upgrade zu machen. Ach komm, als ob. Wäre ja zu scharf gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Komm schon, hier irgendwo muss noch Platz sein. Und hier irgendwo noch Platz für den? Nope. Ah, für den Affen drauf. Und jetzt erstmal warten, bis ich die 6000er voll habe.
Und ja, tut mir leid, dass ich nicht ausschließlich Dschungeldruiden gesetzt habe, sondern bei dem hier, wo ich schon wieder die Fähigkeit vergessen habe, oder bei dem hier. Aber muss man halt setzen, bevor man die Dschungeldruiden upgraden kann. Für die Leute, die rumflamen wollen. Oder die Tarns könnte ich zum Beispiel auch gar nicht töten, hätte ich jetzt nicht gerade die Affendörfer gebaut. Das ist toll, dass gerade so viel Geld reinkommt. Oh, jetzt noch die Wehrdinger. Also die gepanzerten, so genau. Gepanzert heißt es. Könnte auch noch cheaten, wenn ich lustig bin und dann das Ding da reinsetzen. Aber so lustig bin ich nicht. Aber so ein ZOMG heißt er ja. Oder ZOMG. Der muss schon kaputt gehen. Ah, toll. Ganz toll. Ah, prima. Toll gemacht, Dschungeldruiden. Das Schöne ist ja, ich höre den ganzen Krach von Blue CD nicht so laut, weil ich den für mich ganz leise eingestellt habe. Oh, die kommen schon ziemlich weit, aber egal. Ist schon... ist ja nichts Schlimmes dabei. So rum. Mir fehlen jetzt zwei dafür. Na, danke. Oh, scheiße. Ob das gut geht? Ich weiß noch nicht mal gerade, was ich hier hinten so alles abgewertet habe. Gut, der hier fehlt noch. Sonst müssten ja eigentlich alle fertig sein. Und die müssen ja eh noch mindestens ein zweites Mal an den Leuten hier vorbei. Ich bin gerade froh gewesen, dass ich nicht so viel Geld hatte. Und schon wieder den falschen Affen gekauft habe oder geupgradet habe. So, passt hier hinten noch irgendwas hin? Glaube ich ja. Oh, 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 oh. Ja. Hat doch noch was hingepasst. Wollte schon rummeckern, dass da nichts hinpasst. Aber es hat ja trotzdem was hingepasst, also alles okay. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Okay, sorry. Aber wenn man nicht auf mich hört, hat man Pech. So. Zum Glück nehme ich das ja auch in 3 Tonspuren auf. So kann da nichts passieren. Also kann ich einfach die eine Tonspur zwischendurch kurz muten. Und dann ist das ganz toll und ganz einfach. So, aber dann muss ich erstmal kurz einen kleinen Cut machen. Bis dann. Willkommen zurück nach der Essenspause. Und es geht gleich mal weiter. Natürlich erstmal 4 ZOMGs. Hier fehlt noch einer, oder? Nö, okay. Dann muss ich hier jetzt einen weiteren hinbauen.
hoffe, ich habe hier keinen vergessen zu upgraden. Nö. Nicht wirklich. Ich finde es auch schön, dass die Fähigkeit hier ziemlich schnell nachregeneriert. Und ich hoffe, ich bin etwa gleich laut wie vorhin. Naja, ich muss ja eh schneiden, also werde ich mich höchstwahrscheinlich eh etwa gleich laut machen. Aber wenn ich damit jetzt bis Runde 100 komme, was ich zwar nicht denke, aber ich würde schon hoffen, dann bin ich alleine mit der Taktik schon weitergekommen als mit jeder anderen Taktik, die ich hier hatte. Das wäre schon echt deprimierend. Und warum setze ich nicht erstmal alles in den Bereich von irgendwelchen Towern hier? Wäre sehr sinnvoll. Und ich glaube, bei 90 kommt der erste DDT. Genau, DDT. Och man. Man bekommt erst so spät Geld. Achso, ja, wieder die Fähigkeit vergessen. So wie immer. Stimmt, das hätte ich auch noch upgraden können. Direkt, aber im Endeffekt bringt es mir ja auch nicht viel. So, jetzt habe ich es bemerkt, dass ich es machen muss. Das ist toll immer. Oh, oh, es sind direkt drei. Aber die drei habe ich hinbekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich mehr als drei. Also sehr viel mehr als drei. Das dürfte etwa die Hälfte gewesen sein. Oh, scheiße. Naja. Wäre zu schön gewesen, wenn es zu einfach wäre. Naja. Bald da hier bleiben. Und ich glaube, das war 95 oder 98. Da kommen 14 DDTs oder 13. Das wird schwer. Nee. Oh, zum Glück hatte ich nicht genug Geld dafür. Sonst hätte ich mal wieder eine Dschungelbeute gekauft. Was? Dschungel, ja doch, Dschungelbeute, what the fuck? Was ein Name? Aber drei Zombies. Ja, komische Aussprache. Nee, das sind mehr als drei, das sind mindestens vier. Das ist kein Problem. Krieg ich hin. Aber ich denke, spätestens Runde 98 wird Schluss sein. Wohl, stimmt, 95 sind ja die ganzen DDTs. 95 wird Schluss sein. So, die hier hinten. Ich glaube, da mache ich noch einen auf dem Dorf hin. Oder 93 sind. Ach, nee, die kriege ich schon kaputt. Das ist noch okay. So. So, sobald ich hier die 1700 habe, ist alles okay. Hoffentlich passiert das noch vor Runde 95. Okay, wäre auch irgendwie traurig, wenn das nicht funktionieren würde vor Runde 95. Na, ist doch alles glatt gelaufen. Mensch, ich vergesse das immer zu machen.
Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ob das gut geht, siehst du, wenn das Licht angeht. Wäre schön, wenn es funktioniert. Ach doch, ja. Denk schon, dass es funktioniert. Obwohl. Ja, doch, funktioniert. Oh, nee, stimmt, die machen ja noch Angst gerade. Hier passt wirklich kein einziger Affe hin. So, erstmal kommen die ganzen Bloons hier. Die pinken, die mir Angst gemacht haben, und jetzt die DDTs. Die einen auch Angst machen, weil es so viele sind. Und verloren. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Naja, 95, habe ich ja gesagt. Schade. Aber ich wüsste auch nicht, wie man da weiterkommen sollte. Ballistische Rakete hatte ich noch nie. Gut. Dann hoffe ich, hat euch der kleine Exkurs zu den Dschungeldruiden gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.